Hallo und herzlich willkommen zum Audiorezept für Pasta alla rabiata mit Garnelen. Pasta alla rabiata mit Garnelen ist ein fruchtig scharfes Nudelgericht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt: 500 Gramm Pasta, zum Beispiel Spaghetti, 200 Gramm Garnelen, 200 Gramm Kirschtomaten, Zwiebel, Knoblauchzehe, Zitrone. 200 ml Schlagsahne, 60 Gramm Frischkäse, 1 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel Eiweiß, 1 Teelöffel Sambal-Ulek, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Gerebelter Thymian, 3 Teelöffel Gerebelter Majoran, frisch gemahlener Pfeffer, Salz, Chiliflocken. Folgende Utensilien werden benötigt: Zitronenpresse, Pürierstab, hoher Rührbecher Großer Topf, Messer, Schneidebrett, Topf, große, breite Pfanne, Sieb. Zubereitung: Die Garnelen mit Salz und Pfeffer würzen und im Zitronensaft 30 Minuten marinieren. In einem großen Topf reichlich Wasser zum Kochen bringen und anschließend salzen. Spaghetti al dente kochen. In der Zwischenzeit Kirschtomaten, Tomatenmark, Eiweiß, Sambal, Ulek, Öl, Frischkäse und die Kräuter in einen Rührbecher geben und pürieren. Die Sahne zugeben und verrühren. Die Garnelen trockentupfen und in einer Pfanne von jeder Seite 1 bis 2 Minuten anbraten. Zwiebel in kleine Würfel schneiden, Knoblauch durch die Knoblauchpresse drücken. Die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben und glasig andünsten. Das Tomatenpüree hinzugeben und kurz aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken abschmecken. Zusammen mit den Spaghetti servieren. Als Beilagen eignen sich. Punkt, Punkt, Punkt. Diese Varianten gibt es. Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!